Ja, dann mache ich jetzt nochmal die Begrüßung. Dann sei gegrüßt. Ich habe heute Alexander King vom BSW Berlin hier zu Gast. Ja, hallo Konstantin. Danke für die Einladung. Ja, ich hatte dich ja bei Marlon auf dem Kanal gesehen. Da hat sie auch schon mal ein Interview gegeben und da hatte ich dich dann angeschrieben, dass du hier zu Gast kommst. Und ja, ich wollte mit dir ein bisschen über den Aufbau des BSWs, vor allem in Berlin, reden, aber auch über die Erfolge bei den Landtagswahlen. Aber dann gib uns allen doch mal ein kurzes Update. Wie läuft der Aufbau des BSWs in Berlin? Ich habe gesehen, ihr seid sogar der größte Landesverband. Ja, wir sind noch der größte Landesverband, aber jetzt am kommenden Wochenende gründet sich ja das BSW in Nordrhein-Westfalen. Und nach meinen Informationen werden die noch ein paar mehr Mitglieder haben als wir. Also wir haben in Berlin im Moment 93 Mitglieder. Das ist jetzt wirklich eigentlich sehr wenig für eine politische Partei, aber es ist in der Tat mehr als die anderen Landesverbände. Bis jetzt gibt es ja erst 5 Landesverbände in Deutschland. Wir waren der 5. Wir haben uns Mitte Juli gegründet und Nordrhein-Westfalen wird jetzt den 6. Landesverband des BSW gründen. Alle weiteren folgen dann bis Ende des Jahres. Warum seid ihr denn in Berlin so schnell? Also, ihr habt ja relativ schnell relativ viele Mitglieder aufgenommen, obwohl da noch nicht mal Landtagswahlen sind. Also, was macht ihr richtig oder welche strukturellen Vorteile habt ihr? Naja, strukturelle Vorteile könnte man vielleicht sagen. In Berlin gibt es natürlich eine sehr hohe politische Dichte, also sehr viele Menschen, die sich politisch engagieren, vielleicht mehr als in anderen Bundesländern, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, weil es die Hauptstadt ist, weil wir 3 Universitäten haben, weil wir insgesamt einfach, ja, wir haben 12 Kommunalparlamente, also die politische Diskussion ist hier dichter, weil sich ja auch alles auf einem kleineren Raum ab spielt als jetzt zum Beispiel Niedersachsen, ein riesiges Flächenland. Insofern ist es auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, so einen Landesverband in so einem Stadtstaat aufzubauen, als eben in der breiten Fläche. Das war sicher ein Vorteil, warum das etwas schneller ging. Aber es ist auch einfach so, wir müssen ja bis Ende des Jahres durch sein mit 16 Landesverbänden und irgendwann muss jeder mal dran sein. Und wir waren jetzt eben als 5. dran. Aber wie gesagt, also die Zeit läuft. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Das stimmt, da müssen ja alle Bundesländer bis dahin fertig sein, beziehungsweise man muss ja Genau. vorher noch Listen aufstellen und alles. Ganz genau. Und da seid ihr, also hatte ich ja gerade schon gesagt, ihr seid sogar der größte Landesverband, da seid ihr noch vollkommen gut in der Zeit. Ja, wir, also für die Aufstellung in Richtung Bundestagswahl haben wir noch viel Zeit. Werden wir wahrscheinlich im Frühjahr dann zu Ende bringen, also eine Listenaufstellung, Bundesliste Berlin zur Bundestagswahl. Und dann wollen wir auch ein inhaltliches Programm für Berlin vorlegen. Da sind wir jetzt auch dabei. Wir haben Arbeitsgruppen gegründet auf Landesebene, also berlinweite Arbeitsgruppen zu allen möglichen landespolitisch relevanten Themen. Und das soll dann eben jetzt im Herbst und Anfang nächsten Jahres soll die Arbeit stattfinden und dann bis zum Frühjahr zu einem Ergebnis kommen. Das ist klar, wir sind entspannt, wir haben keine Landtagswahl vor der Brust wie andere Landesverbände, sondern wir können uns ja die Zeit nehmen, die wir brauchen für den Aufbau. Was sind denn die landespolitisch wichtigsten Themen in Berlin? Naja, ich fange mal mit einem Thema an, das vielleicht nicht landespolitisch ist, aber was den Berlinern sehr wichtig ist, und das ist das Friedensthema. Das kann man ja auch von landespolitischer Sicht aus bearbeiten, ganz im Gegensatz zu dem, was die politische Konkurrenz und auch viele Journalisten gerne behaupten. Es ist nicht so, dass die Landespolitik und Friedenspolitik, dass das nichts miteinander zu tun hätte. Aber natürlich kommt dazu in Berlin ganz besonders die Bildungspolitik. Wir haben wirklich also eine Bildungsmisere in Berlin. Das haben gerade die aktuellen Vergleichsarbeiten, die bundesweiten Vergleichsarbeiten für Dritt- und Achtklässler nochmal offengelegt. Also wie das Niveau ist in Berlin. Und das ist wirklich erschreckend. Und da muss viel getan werden. Wir haben natürlich, das ist sicher allgemein bekannt, ein großes Wohnungsproblem in Berlin. Wir haben wie überall auch ein Problem mit der inneren Sicherheit, mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Ja, das sind so Themen, die in Berlin, glaube ich, sehr wichtig sind. Ja, über Friedenspolitik, das hatte ich dir ja geschrieben, wollten wir ein bisschen ausführlicher sprechen, aber das Thema hohe Mieten. Ich glaube, das
Das spreche ich jetzt auch noch mal kurz an. Da hatte die Linkspartei ja diesen Vorschlag zur Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. unterstützt. Dann in der Koalition das auf eine Kommission verlagert und das halt so lange in die Länge gezogen, bis die Linkspartei jetzt nicht mehr in der Regierung war. Wie wird das, also, beziehungsweise wie ist denn die Haltung des BSW zu dieser Frage Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Ja, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das war wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg, dass eben also eine große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sich dafür ausgesprochen haben. Also für die Nicht-Berliner und deinen Zuschauern will ich kurz erklären, das war ein Volksentscheid über die Frage, ob große Wohnungsbestände, also von großen Wohnungskonzernen in Berlin vergesellschaftet werden können. Das ist, war nach unserer Ansicht und nach Ansicht der Initiatoren auch möglich nach dem Grundgesetz. Und es gab auch eine rechtliche Prüfung, die das auch festgestellt hat. Wir haben jetzt aber eine Regierung aus CDU und SPD, die nicht gewillt ist, diesen den Willen der Bevölkerung an den Punkt umzusetzen. Und das ist natürlich schlecht. Der Volksentscheid jährt sich jetzt bald zum dritten Mal. Und also eine Umsetzung ist natürlich in weiter Ferne, denn in der alten Koalition war es schon so, dass die SPD das nicht so recht wollte. Und ihr könnt euch vorstellen, die CDU will es erst recht nicht. Wir, das Bündnis Sahra Wagenknecht, unterstützen den Volksentscheid. Also wir sind ja selber Leute, die damals auch Unterschriften gesammelt haben für den Volksentscheid, die damals auch mit Ja abgestimmt haben. Also wir stehen weiterhin auf dem Standpunkt, dass das eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Sicher bei weitem nicht die einzige, die wir brauchen, um den Wohnungsmarkt so in den Griff zu kriegen. Ganz bestimmt nicht, darf man sich auch keine Illusionen machen. Aber was für mich feststeht, ist, es ist eine Entscheidung der Bevölkerung Berlins gewesen, und zwar eine ziemlich deutliche. Und es nicht umzusetzen, ist schlicht nicht demokratisch. Ja, das wäre dann nämlich, glaube ich, auch so ein Thema, wo man in Berlin also ähnliche Punkte wie Grüne und Linke vertreten würde, denn die unterstützen doch auch den Volksentscheid, oder? Das ist richtig. Also zumindest bei der Linken ist das so. Die Linke hat den Volksentscheid unterstützt und unterstützt ihn nach wie vor. Ich würde auch, obwohl ich ja nicht mehr in der Linken bin, ich muss die Linke nicht verteidigen, aber ich würde schon sagen, dass die Linke zumindest versucht hat, in dem alten Senat, also in dem rot-grün-roten Senat, Druck in diese Richtung zu entwickeln. Sie hat sich halt schlicht nicht durchgesetzt. Das ist aber jetzt nicht unbedingt ihre Schuld, sondern sie waren halt nicht stark genug, um sich da so durchzusetzen. Aber es gibt seitens der Linken durchaus den Willen, dass das umgesetzt wird und auch das starke Engagement dafür. Das würde ich meinen ehemaligen Genossen durchaus zugestehen. Bei den Grünen war es eigentlich von vornherein klar, dass sie das nicht so ganz ernst meinen. Sie haben es formal unterstützt, aber auch mit der klaren Ansage, für sie ist es eher eine strategische Unterstützung. Also sie wollen halt das Thema irgendwie in der Öffentlichkeit halten, aber sie sind jetzt nicht unbedingt wirklich dafür, dass es dann auch umgesetzt wird. Also sie haben es eher als Druckmittel gesehen und dementsprechend dann auch später eher wenig Engagement an den Tag gelegt, um es wirklich umzusetzen. Also in dem Fall wären jetzt wirklich das Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linke in Berlin die Parteien, die auch noch an der Umsetzung festhalten. Ich erwähne das nur, weil der Berliner Senat ja traditionellerweise weiter links steht als die Bundespolitik und das dann sehr interessante Mehrheitsverhältnisse geben könnte nach der nächsten Wahl, ganz egal, was für Koalitionen sich dann anbieten. Einfach, dass man bei solchen Themen dann von Thema zu Thema kooperieren kann, wenn man mit anderen Parteien da einer Meinung ist. Ich glaube, dass wir, das haben wir in Thüringen und Sachsen gesehen, das werden wir überall in Deutschland sehen, auch in Berlin. Das alte Parteiensystem, das wir kennen oder kannten, das löst sich auf. Wir werden ganz neue Herausforderungen haben, ganz neue Konstellationen. Und da muss jeder auch nochmal ganz neu nachdenken, also wo er sich da verortet. Also so wie früher, auf der einen Seite haben wir Rot-Rot-Grün und auf der anderen Seite Schwarz-Gelb. Und manchmal in der Mitte irgendwie schwarz-rot. Also diese Farbenlehre, ja, das ist vorbei. Und da werden wir alle, also die bisher bestehenden Akteure, aber auch die neuen Akteure wie das BSW, ja, muss man sich darauf einstellen. Ja, und da hat, und damit kommen wir zu dem, ich glaube, Hauptthema des heutigen Interviews.
Und da hat Sarah Wagenknecht bei den Landtagswahlen einen meiner Ansicht nach ziemlich klugen Schachzug vollzogen und hat das Thema Friedenspolitik, was ja auch von den Medien größtenteils aus den Landtagswahlen ausgeklammert wurde und wo immer gesagt wurde, das sei ein bundespolitisches Thema, das hat sie in den Vordergrund gestellt und gesagt, das BSW wolle sich auf Landesebene für Frieden einsetzen. Und das dürfte auch zu den guten Wahlergebnissen jetzt beigetragen haben. Wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Ich fand das auch einen sehr guten Zug von Sarah Wagenknecht, dass sie das Thema in den Wahlkampf eingebracht hat. Und es war ja auch erfolgreich, denn das Thema, wir haben es gesetzt und dann war es da in der Debatte und niemand kam mehr drum herum. Ich fand es großartig. Mehrere Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentenkandidaten mussten sich dazu verhalten und haben das ja auch getan. Plötzlich hat dann auch Mario Vogt gesagt, er war schon immer für diplomatische Verhandlungen und hier Dietmar Woidke, Brandenburg und so. Also jeder hatte irgendwie plötzlich stand unter dem Druck, sich eben auch darauf zu beziehen und eben auch eine Position einzunehmen, die ja auch bei den ostdeutschen Wählern und ich glaube insgesamt in Deutschland ja auch breit getragen wird. Ich fand es sehr, sehr gut. Und es ist auch nicht so, dass Friedenspolitik in einem Landtagswahlkampf überhaupt nichts zu suchen hätte, sondern wir leben ja in einem föderalen Bundesstaat. Und selbstverständlich nehmen die Bundesländer auch Einfluss auf die Bundespolitik. Auch in internationalen Fragen ist durchaus möglich. Wir haben einen Bundesrat, in dem die Länder Einfluss nehmen auf die Politik auf Bundesebene. Und in diesem Bundesrat gibt es unter anderem ja auch einen Auswärtigen Ausschuss. Und den könnte man zum Beispiel für Initiativen ja auch nutzen. Es geht aber natürlich auch einfach um den politischen Druck, den Ministerpräsidenten, Landesregierungen ausüben können, wenn sie sich klar positionieren und der Bundesregierung auf den Weg geben, ja, dass sie sich eben diplomatisch stärker einbringen sollen. Ich finde, das ist total wichtig und so ist ja unser System als Bundesstaat auch angelegt. Ja, und Landesregierungen können ja auch selber in die, also was für die Pflege von kulturellen und diplomatischen Beziehungen tun. Ich Dazu. meine, Ministerpräsidenten waren ja auch schon immer wieder mal auf Staatsbesuch in Russland. Das könnte ein theoretischer BSW-Ministerpräsident ja durchaus auch machen. Also das wollte ich gerade als zweiten Punkt auch anmerken, denn natürlich gibt es auch eine, ich sag mal, Außenpolitik von unten auf kommunaler und auf Landesebene. Du hast recht, es gibt zum Beispiel Partnerregionen. Also auch zum Beispiel das Land Thüringen hat ja eine Partnerregion in Russland und tauscht sich oder hat sich vor dem Krieg da auch rege ausgetauscht. Und Berlin zum Beispiel hat Kiew und Moskau als Partnerstädte. Und da wäre es natürlich an sich ja naheliegend, dass man diese Verbindungen, die man da hat, auch nutzt, um eben auf ja, unterer Schwelle etwas zu tun für Verständigung. Aber stattdessen hat Berlin die Städtepartnerschaft mit Moskau erstmal beendet, auf Eis gelegt. Und leider, was fast noch schlimmer ist, auch sämtliche anderen kulturellen, zwischenmenschlichen Begegnungen. Also selbst kulturelle Kontakte stehen ja mittlerweile in Frage. Also wenn Anna Netrebko in Berlin auftreten möchte in der Staatsoper, dann mischt sich selbst der regierende Bürgermeister ein und versucht das zu verhindern, was ihm zum Glück nicht gelungen ist. Aber das Denken dahinter, dass man jetzt quasi alle Brücken abreißt und dass das dann gut sein soll, das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, absolut, absolut. Und da hat sich die CDU jetzt leider nicht sonderlich kompromissbereit gezeigt. Du hast ja die Aussagen von Mario Vogt im Wahlkampf gerade angesprochen und auch Michael Kretschmer blinkt ja immer Richtung einer anderen Russlandpolitik. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die beiden nach den Wahlen gesagt haben und auch was Mario Vogt noch vor wenigen Monaten vertreten hat, als noch kein Wahlkampf war, dann wirkt das nicht sonderlich kompromissbereit. Also Kretschmer hat beispielsweise gesagt, dass diese Stationierung der also der US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, die ohne Bundestagsbeschluss durchgehen soll, dass die alternativlos sei und er sich da auf keinen Fall gegen einsetzen werde. Also das sind ja eher Signale, die in die falsche Richtung deuten. Ja, mit Sicherheit. Deswegen ist es ja auch die CDU und nicht das BSW. Es gibt diese Unterschiede. Aber wenn man jetzt irgendwie zusammenkommen will, dann wird man sich auch bewegen müssen. Das gilt dann auch für die beiden Spitzen der CDU. Ist doch klar. Also, dass das nicht an sich ihr originäres Anliegen ist, ist mir schon klar. Aber ich finde, wie du vorhin ja auch gesagt hast, Sarah Wagenknecht hat durch dieses Agenda-Setting einfach
bewirkt, dass das Thema auf dem Tisch liegt. Und jetzt muss man halt sehen, was man daraus macht. Und das BSW ist nach diesem Wahlerfolg auch in einer starken Position, da auch was durchzusetzen. Denn ohne BSW eine Regierung zu bilden, wird sowohl in Thüringen als auch in Sachsen ziemlich schwer. Also man kann es ja einfach machen in Thüringen, da geht es ohne BSW nicht und da geht es auch ohne Linkspartei nicht, zumindest wenn man die AfD raushalten will. In Sachsen hingegen, da könnte die CDU eine Regierung mit Grünen, SPD und Linken ohne BSW bilden. Das heißt, im Zweifel würde die CDU doch gerade das außenpolitisch sehr weit weg von ihr stehende BSW lieber nicht in der Koalition haben, oder sehe ich das falsch? Also wenn Kretschmer das, sag mal, wenn es sein wichtigster Punkt wäre, in der außenpolitischen Frage einen Standpunkt einzunehmen, der möglichst weit weg vom BSW ist, dann wird er vielleicht so handeln. Aber das sehe ich nicht. Also erstens gibt es ja auch gerade in diesen Fragen Russland, Ukraine von ihm ja durchaus auch Positionen, die er äußert, die gar nicht so weit weg sind von uns. Also er hat sich auch mal skeptisch gegenüber diesen ja, den Waffenlieferungen in die Ukraine, der starken Unterstützung, der starken militärischen Unterstützung geäußert. Und dann ist es ja auch so, also ich meine, Außenpolitik ist wichtig und ich habe ja gerade betont, dass es auch in der Landespolitik eine Rolle spielt, aber es gibt natürlich noch viele andere landespolitische Themen, die ebenso wichtig und vielleicht auch noch unmittelbarer sind. Und ich glaube, das würde er jetzt nicht opfern, so leichtfertig, nur um jetzt hier in dieser außenpolitischen Frage irgendwie gegen uns einen Punkt zu machen. Also diese andere Koalition, die du ansprichst, die wäre doch sehr kompliziert. Kretschmer hat im Wahlkampf versprochen, nicht mehr mit den Grünen zu koalieren. Und er hat, und es gibt immer noch den CDU-Beschluss, dass man eben nicht mit der Linken koaliert. Also beides müsste er dann überwinden, um überhaupt so eine Koalition ohne BSW aufzustellen. Vielleicht strebt er das an. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir trotzdem in einer sehr starken Position sind. Aber wir werden natürlich auch nicht jetzt zu jedem Preis regieren, sondern nur dann, wenn eben bestimmte Dinge auch dabei rüberkommen. Und das eine ist eben diese Frage von Krieg und Frieden und dass sich eine Landesregierung da im vollen Bewusstsein dessen, dass man da keine Gestaltungsmacht hat, aber dass man sich politisch dazu verhält. Das Argument wollte ich ja gerade machen. Also Sahra Wagenknecht hat das BSW als starke oppositionelle Kraft, die sich für Frieden einsetzt, positioniert. Durch diese Positionierung für Frieden, dadurch, dass man das jetzt zu einem landespolitischen Thema macht, aber damit auch die Hürden für eine Koalition sehr hoch gesetzt, was ich gut finde. Also ich finde es gut, dass man sich nicht zu billig verkaufen will, was die Linkspartei wohl viel zu häufig getan hat und was auch mit zu ihrem Niedergang beigetragen hat, dass das BSW diese Fehler nicht wiederholen will. Das ist gut und richtig. Und jetzt ist die zentrale Frage, wäre die CDU dazu bereit? Also ich meine, du bist jetzt in Berlin, du bist nicht in Sachsen, du musst dazu natürlich auch nichts sagen. Wie siehst du das? Ja, wie du richtig sagst, ich bin nicht in Sachsen, ich kann, da habt ihr auch gar keinen Einblick. Das muss die CDU beantworten. Ich glaube, dass sie grundsätzlich schon bereit ist, offensichtlich ja zumindest mit uns zu sprechen und auch vorzufühlen. Aber an welchem Punkt, ja, bis zu welchem Punkt man kommt, das wird man einfach sehen. Ich finde schon wichtig, weil BSW ist eine neue Partei. Sie hat sehr klare politische Vorstellungen geäußert im Wahlkampf und es sind klare Positionen, für die wir auch gewählt werden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir das auch bewahren. Also, dass wir das jetzt nicht über Bord werfen, nur um irgendwo mitzuregieren. Das ist ganz klar. Und wie du richtig sagst, ich habe eine Koalition miterlebt in Berlin, vor allem die erste rot-rote Koalition von 2001 bis 2011, die wirklich für die PDS bzw. dann die Linke absolut katastrophal war, weil es eine im Grunde neoliberale Politik war, die da gemacht wurde, mit Zehntausenden von kommunalen Wohnungen, die verkauft wurden, mit Sozialabbau, Sparpolitik, sparen bis es quietscht, war damals die Devise. Und das hat zum Niedergang der PDS natürlich auch schon maßgeblich beigetragen und dann auch ja letztlich teilweise auch zum Umdenken in der Linken geführt. Die zweite Koalition war nicht ganz so schlimm. Aber das zeigt nur, wenn man ist als Neuling
auch in der Gefahr, dass man sehr schnell über den Tisch gezogen wird. Und das ist uns auch ein bisschen passiert damals, Anfang der 2000er Jahre in Berlin. Man wollte halt, da war es wirklich so, man wollte regieren, um ein Zeichen zu setzen. Wir haben uns jetzt normalisiert, wir sind jetzt im politischen System angekommen. Das war das oberste Ziel, war mitregieren, das war ein Wert an sich. Und was dabei passiert ist, ist, man hat sich selber total verloren. Und ich glaube, Sarah Wagenknecht war ja damals auch schon Mitglied der PDS und genau wie ich und hat das auch genau wie ich schon damals sehr stark kritisiert. Und von daher habe ich das vollste Zutrauen, dass uns das als BSW nicht passieren wird. Ja, du hast da gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, die Wirtschaftspolitik. Also die PDS, die hat ja damals in einer eher neoliberalen Phase mitregiert, wo also selbst die, also wo die SPD ja auf Bundesebene den größten Abbau des Sozialstaates und die größten Steuersenkungen für Reiche in der bundesdeutschen Geschichte durchgebracht hat. Und in diesem Klima hat die PDS dann diesen Kürzungen zugestimmt. Und jetzt haben wir das Problem, dass also dass nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene eine Schuldenbremse gilt. Und in den nächsten Jahren die Wirtschaftslage wohl eher schwierig bleiben wird, also die Steuereinnahmen in den Ländern sehr gering bleiben werden. Und wenn sich eine Landesregierung an die Schuldenbremse halten will, was für die CDU wahrscheinlich in allen Bundesländern, wo man mit ihr regieren wollte, Koalitionsbedingung wäre, dann wäre es doch gar nicht möglich, eine grundlegend andere Wirtschaftspolitik auf Landesebene zu treiben, beispielsweise genug in Bildung zu investieren oder eine strategische Industriepolitik zu machen oder mehr in die Infrastruktur zu investieren. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da hast du total recht. Also ich sehe das ja in Berlin. Also ich kann jetzt, weiß nicht viel über den sächsischen Landeshaushalt und auch nicht über den Thüringer, aber ich weiß, dass der Berliner Landeshaushalt mit, ich glaube, insgesamt 5 Milliarden Euro unterdeckt ist. Also im Moment leben wir quasi von Rücklagen, die jetzt aufgebraucht werden im Doppelhaushalt 24, 25 und der Haushalt darauf, also 26, 27, der wird mehrere Milliarden Euro einsparen müssen, wenn die Voraussetzungen so bleiben, wie sie jetzt im Moment sind. Also wenn wir weiterhin in einer wirtschaftlichen Stagnation verharren und wenn es weiterhin die Schuldenbremse gibt. Und wenn man nicht irgendwelche ganz besonders pfiffigen, sag ich mal, Umgehungsstrategien entwickelt, die dann aber auch, sag ich mal, gerichtsfest sein müssen, denn das war ja bisher das Problem, dass eben Schattenhaushalte ja dann auch einkassiert wurden und also gerichtlich und dann eben dann doch wieder gespart werden musste. Also wenn die Voraussetzungen so bleiben, und ich stelle mir jetzt mal vor, wir würden 2026 in Berlin, wären wir jetzt in der Lage, eventuell auch mitregieren zu können oder zu müssen, dann würde ich mir das in der Tat sehr schwer vorstellen. Und das Erste, was natürlich deswegen angezeigt ist, und ich glaube, da gibt es auch Verständnis bei den CDU-Landesfürsten, ist, dass die Schuldenbremse natürlich reformiert werden muss. Ich glaube auch, dass das passieren wird, ehrlich gesagt, weil also selbst Kai Wegner, der CDU-Bürgermeister von Berlin, ist dafür und eigentlich jeder, der ein Bundesland regiert, ist dafür, weil jeder weiß, mit der Schuldenbremse geht gar nichts mehr. Also das ist, dazu muss man, also in Berlin ist es nur noch die AfD übrigens, die vollumfänglich an der Schuldenbremse festhält. Und wahrscheinlich auch die FDP, aber die ist bei uns nicht mehr im Landesparlament, so wie ja in Ostdeutschland jetzt auch nicht mehr. Aber ansonsten, also im Abgeordnetenhaus selbst ist es nur noch die AfD, die an der Schuldenbremse festhält. Alle anderen wollen mehr oder weniger umfangreich daran, damit eben Investitionen wieder möglich werden. Und das andere sind natürlich schon Fragen, also kann man zum Beispiel über eine Stärkung von Eigenkapital bei landeseigenen Betrieben zum Beispiel auch bestimmte Aufgaben auslagern. Das ist, ich finde es, ja, das hat ein paar Haken. Also wir erleben das gerade beim Schulbau. Der Schulbau wird bei uns in Berlin überwiegend von der vom Landeswohnungsunternehmen HOVOG durchgeführt mit sehr vielen Problemen. Erstens, was das Tempo betrifft und zweitens, was die Kosten betrifft. Das ist eigentlich ein Desaster. Das ist kein gutes Beispiel dafür, wie man, aber vielleicht kann man ja auch Modelle entwickeln, die tragfähiger sind. Und das Dritte ist, ich meine, man kann durchaus auch sparen. Ich bin nicht dafür, dass man im Sozialen spart. Ich bin vor allem nicht dafür, dass man öffentliches Eigentum verkauft. Das sind die zwei Sachen, finde ich, an denen sich BSW in keiner Landesregierung beteiligen darf. Aber mir fallen in Berlin auch viele Sachen ein, wo ich sage, naja, braucht man das wirklich? Also kann man sicher auch viel Strafen in der Verwaltung
in den öffentlichen Dienstleistungen. Ich weiß auch nicht, ob alles immer für alle umsonst sein muss. Das war ja so ein Anspruch, den auch Rot-Rot-Grün über viele Jahre hatte und auch umgesetzt hat. Der angefangen jetzt auch vom 29-Euro-Ticket, was wir hier in Berlin haben, für den öffentlichen Nahverkehr, bis hin, klar, Diskussionen. Ich will es gar nicht beantworten, aber wir haben auch in Berlin Familien, die nicht darauf angewiesen sind, dass das Schulessen kostenlos ist, dass die Kita kostenlos ist, dass der Eintritt ins Schwimmbad kostenlos ist für Kinder und sowas da an Ideen und auch an umgesetzten Sachen eben gibt. Ja, aber das sind ja alles keine großen Posten. Also wirklich Das große stimmt. Summen kann man auf Landesebene nicht durch Steuererhöhungen und eben auch nicht durch Einsparungen mobilisieren, sondern letztlich nur durch neue Schulden. Und man kann auf Landesebene auch nicht die Schuldenbremse reformieren, sondern man kann sie nur aussetzen, indem man Notfall ausruft. Das ist der einzige rechtssichere Weg, wie man auf Landesebene wirklich an große Mittel kommen kann. Denn so große finanzielle Reformen wie beispielsweise komplett Reform der Schuldenbremse oder eine Neuregelung des Steuerrechts, das müsste man auf Bundesebene umsetzen. Das geht Ja, alles auf Landesebene hast nicht. du total recht. Deswegen habe ich das ja auch als erstes genannt. Das ist die Grundvoraussetzung eigentlich dafür, dass man Deutschland wieder ins Laufen bringen kann. Also das ist so. Mit dieser Politik, die wir jetzt haben, also mit der Schuldenbremse, ja, werden wir, kann man keine, und wir brauchen riesige Investitionen. Das muss man eben auch sagen. Also ich sag mal, alleine die finanzielle Situation unserer Krankenhäuser, also in Berlin ist das dramatisch. Die großen Krankenhauskonzerne, also die landeseigenen, die haben ein riesiges Defizit. Und so wird es in ganz Deutschland sein. Und da kann man viel hin und her reformieren, aber eigentlich bräuchten wir ein bundesweites Rettungsprogramm für die Krankenhäuser. Und das wird sehr viel Geld kosten. Wir brauchen es aber. Und die Krankenhäuser sind teilweise in wirklich in keinem guten Zustand. Und wir haben ganz viele ausgelagerte Bereiche. Die müsste man eigentlich wieder reinholen. Das kostet aber auch Geld. Und natürlich haben wir viel zu wenig Personal, das weiß auch jeder. Also das wäre, würde sehr viel Geld kosten. Das können die Länder zum Beispiel auch nicht alleine stemmen. Überhaupt nicht. Das ist undenkbar, dass Berlin die Krankenhausmisere, also die Misere in ihren eigenen Krankenhäusern, selber stemmt. Dafür bräuchte man ein bundesweites Rettungsprogramm. Genauso finde ich auch bei der Bildung, Bildungsländersache, aber das ist so viel im Argen. Also allein der Investitionsstau in der Infrastruktur selbst, aber auch, ich meine, wir haben jetzt in Berlin sehr viele Kinder, die eingeschult werden in die erste Klasse, ohne Deutsch zu können. Das höre ich ganz oft von Lehrern. Die haben die größten Probleme, dass sie Schulklassen vorfinden, wo viele Kinder kein richtiges Deutsch können. Also bräuchte man eigentlich ein riesiges Förderprogramm für Kinder mit Migrationshintergrund, das man, BSW ja auch fordert, abfragt. Im Alter von 3 Jahren, wie ist der Stand, Deutschkenntnisse, und dann muss man aber eben auch reagieren und die Defizite ausgleichen. Das würde auch sehr viel Geld kosten. Also wir brauchen sehr viel Geld, wir müssen sehr viel investieren und deswegen muss die Schuldenbremse weg, um es mal so zusammenzufassen. Also würdest du dich auf Landesebene auch dafür einsetzen, dass man sie aussetzen würde in der Landesregierung? Ja, aussetzen, aber vor allem, finde ich, müssen die Landesregierungen sich zusammentun. Und entsprechend, das geht ja auch über den Bundesrat, auch Druck auf die Bundespolitik ausüben, dass da eben grundlegend reformiert wird. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Geld oft mit vollen Händen aus dem Fenster wirft, bestimmt nicht. Das ist ja alles, also es geht ja um Steuergeld, wofür Menschen hart arbeiten. Aber wir brauchen einfach diese Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, weil wir, ja, weil sonst die Misere einfach ja, ins Unendliche wächst und die nachfolgenden Generationen müssen es dann ausbaden. Das ist auch nicht gerecht. Zum Deswegen Beispiel und du. ja, das ist ja klar, dass man das Geld nur für sinnvolle Sachen ausgeben sollte. Du hast ja gerade die Misere im Gesundheitssystem, im Bildungssystem angesprochen. Da braucht man sehr viel Geld und das wird man nicht dadurch zusammenkriegen, dass man bei ein paar kostenlosen Posten ein bisschen zusammenknausert oder ein bisschen was in der Verwaltung strafft, sondern da braucht man halt riesige Summen. Was jetzt die Frage, meinst du, die CDU wäre auf Landesebene in irgendeinem ostdeutschen Bundesland, auch in Berlin, zu sowas bereit? Ich kann jetzt nicht für die CDU sprechen, das liegt mir wirklich sehr fern. Aber ich weiß aus Berlin, dass der Leidensdruck sehr groß ist, ich sag's mal so. Und natürlich weiß auch die CDU in Berlin, ja, dass ihr die Hände gebunden sind und dass sie viele wichtige Investitionen, die wir eigentlich tätigen müssten, nicht tätigen können. Deswegen ist ja Kai Wegner ist ja ein Befürworter der Reform der Schuldenbremse. Und gut, jetzt mal sehen, was er daraus macht. Bis jetzt ist es ein politisches Bekenntnis.
Aber das wird dich natürlich dann erwarten, wenn man dann irgendwann auch im Gespräch ist, dass daraus auch wirklich praktische Politik folgt. Nee, ich hänge mich gerade so an diesem Punkt auf, denn abstrakt kann man ja für viel sein, für eine Reform oder so. Denn was man konkret mit einer einfachen Mehrheit im Parlament, sowohl in Landesparlamenten als auch im Bundesparlament machen könnte, wäre die Schuldenbremse halt auszusetzen. Für eine Reform Gut, bräuchte es eine daran muss man dann Zweidrittelmehrheit. die Politiker messen. Und ich sag mal, in dem Moment, wo das BSW da einen Einfluss drauf hat, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass dann die CDU auch den Sprung macht, als wenn sie mit jemand anderem koaliert, würde ich jetzt mal sagen. Aber grundsätzlich das Einsehen in das Problem, das ist mittlerweile da. Hat lange gedauert, sehr viel zu lange, aber das Problembewusstsein ist jetzt schon da. Ja, jetzt sind wir relativ schnell mit diesem Thema Friedenspolitik zu Koalitionsgesprächen mit der CDU gekommen. Das ist jetzt sicherlich der Aktualität geschuldet, dass da gerade so viel läuft aufgrund der guten Wahlergebnisse, die das BSW erzielt hat. Aber ich glaube, wir vertiefen das noch mal ein bisschen. Was könnte eine Landesregierung intern, also jetzt nicht auf internationaler Ebene durch die Pflege von Beziehungen oder so, sondern wirklich intern tun, um der Friedensbewegung zu helfen? Um Agitation für Frieden zu ermöglichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage so richtig verstehe. Was meinst du mit intern? Also bei sich im Bundesland, also ich mache mal ein Beispiel, beispielsweise über den Verfassungsschutz. Der geht ja immer, ich sag mal so, immer übergriffiger, beobachtet er jeden unter diesem Label Delegitimierung des Staates, der beispielsweise die Ukraine-Politik kritisiert oder der die Waffenlieferungen im Nahen Osten kritisiert, dass das Land da sagt, der Verfassungsschutz, der hört jetzt mit dieser Gesinnungsschnüffelei auf, der hört auf, die Friedensbewegung zu überwachen. Wir reformieren den Verfassungsschutz oder wir schaffen den Verfassungsschutz sogar ab. Inwiefern wäre das BSW dazu reformbereit? Reformbereit auf jeden Fall. Sahra Wagenknecht hat ja neulich auch eine ziemlich deutliche Kritik an dem Verfassungsschutz geäußert, weil er eben sehr stark, ja, also man muss ihn eigentlich grundsätzlich kritisieren. Also wofür brauchen wir ihn eigentlich wirklich? Er hat natürlich immer mehr die Form, sag ich mal, einer Gesinnungsschnüffelei angenommen. Da hast du recht, da stimme ich dir voll zu. Und das muss man auf jeden Fall mindestens reformieren. Das stimmt. Das wäre auch ein Beitrag, um der Friedensbewegung zumindest die Arbeit zu erleichtern. Aber ich glaube, wichtig ist, und deswegen ist auch das, was Sahra gesagt hat, um mal wieder an Anfang zurückzukommen, eine Positionierung einer Landesregierung zugunsten, sagen wir, einer friedlicheren Außenpolitik wäre natürlich auch hilfreich für alle, die eine solche Position, zum Beispiel in Berlin, ich rede jetzt mal von meinem Bundesland, vertreten. Und es sind natürlich viele Menschen, die sich dadurch, dann auch weniger ausgegrenzt und eingeschüchtert fühlen würden, als so wie es jetzt ist, dass man im Grunde auch über die öffentlich-rechtlichen Medien, über die Verlautbarungen aus der Politik, die man so hört und liest, immer vorgesagt bekommt, dass die Position, die man selber hat, eigentlich unmöglich ist. Und das wäre schon, finde ich, ein sehr wichtiger Beitrag, den eine neue Koalition leisten müsste, hier eine ganz andere Diskussionskultur zu etablieren und auch zu sagen, ja, okay, wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben vielleicht auch an dieser Frage unterschiedliche Meinungen, aber es ist trotzdem okay, auch diese andere Meinung zu haben. So ist es ja im Moment gar nicht. Also im Moment ist es so, dass im politischen Spektrum außerhalb des BSW aus allen Rohren immer in dieselbe Richtung geschossen wird. Und das ist, ja, und das macht die Arbeit für die Friedensbewegung in Berlin sehr schwer. Also ich bin selber, arbeite eng mit der Berliner Friedensbewegung zusammen, mit der Friedenskoordination, und der Hass, der einem da entgegenschlägt, das ist schon wirklich enorm. Also man ist eigentlich ja nur noch in der Situation, dass man sich, wenn man eine friedenspolitische Position vertreten möchte, ist man sofort in der Rechtfertigungssituation und muss gucken, dass man da irgendwie einigermaßen heil rauskommt. Und ich finde das eine sehr, sehr ungünstige Entwicklung. Ja, also man sieht das ja auch gerade in der Debatte zum Nahostkonflikt, wo jeder, der Waffenlieferung nach Israel kritisiert, schon als Antisemit geframed wird. Ja, die Also Diskussionen sind verrückt. Ich finde es wirklich schlimm. Also ich bin ja schon ein bisschen länger in der Politik und ich finde, es wird auch wirklich immer schlimmer. Also was man immer so sagt, das Meinungsspektrum verengt sich, das ist wirklich so. Ich nehme das auch so wahr. Und interessanterweise sind es ja vor allem, muss man sagen, leider eher so die Linken, die Grünen, so das linksliberale Spektrum, die da eine besonders
negative Rolle spielen. Das muss man schon sagen. Die besonders unduldsam sind gegenüber jeder Art von Abweichung. Und jetzt ist die Frage, wie man, ich mache mal beim Nahostkonflikt ein ganz konkretes Beispiel. Da hat die ARD am Anfang dieses Konflikts, kurz nach dem 7. Oktober, ein internes Framing Manual rausgegeben, wo sie ihren Redakteuren versucht hat, vorzuschreiben, wie genau sie über Nahost sprechen sollen. Also, dass man beispielsweise bei jedem israelischen Kriegsverbrechen erwähnen soll, dass es ja auch noch die Hamas gäbe und die eigentlich daran schuld sei. Also, da sieht man auch schon, wie vollkommen einseitig der Öffentlich-Rechtliche an solche geopolitischen Konflikte rangeht. Wie kann man das irgendwie reformieren? Welchen Einfluss kann man da auf Landesebene nehmen? Eigentlich kann man darauf schon Einfluss nehmen, also nur indirekt natürlich. Ich meine, wir haben formal den staatsfernen Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ja also staatsfern sein und das wollen wir ja eigentlich auch, dass er das ist. Insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, wir wollen als Landespolitik in diese oder jene Weise Einfluss nehmen, natürlich nicht, aber ich finde, man muss die Einflussfaktoren, die jetzt da sind, auch, ja, beseitigen. Und da fallen mir schon ein paar Sachen ein. Also wir, für uns, ich rede jetzt wieder von Berlin, wir haben ja den RBB hier, das, also den Rundfunk Berlin-Brandenburg, und dazu gibt es einen Staatsvertrag. Und der wird alle paar Jahre novelliert. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, und habe das auch im Abgeordnetenhaus vertreten, allerdings als Einziger, dass wir eigentlich einen mal einen Änderungsstaatsvertrag bräuchten, wo dieser ganze Drehtüreffekt zwischen Rundfunk und Politik bearbeitet wird. Also wir haben zum Beispiel eine Intendantin beim RBB, die war bis vor einigen Jahren Pressesprecherin der Bundesregierung. Ich meine, dann muss man sich ja nicht wundern, dass also von Staatsferne keine Rede sein kann, wenn es eben dieses ständige Hin und Her zwischen aktiver Politik und eben öffentlich-rechtlichem Rundfunk gibt. Diese Verquickung, die ist ungut. Und ich finde auch, man müsste die also eine maximale Transparenz herstellen über die Parteibücher der Rundfunkratsmitglieder. Das könnte man zum Beispiel auch regeln. Also zwar wissen wir, dass aus den vier größten Fraktionen jeweils eine Person aus dem Abgeordnetenhaus in den Rundfunkrat entsandt wird. Da wissen wir die Parteimitgliedschaft. Aber die Vertreter anderer Organisationen, also zum Beispiel des DGBs oder von Behinderten oder von Schwulen und Lesben oder weißt du, was ich, was da alles vertreten ist, die haben ja oft auch Parteibücher und das müsste man eigentlich oder Beziehungen in Parteien hinein, die man dann eben auch mal aufdecken müsste. Also das ist das eine. Und dann finde ich total wichtig, dass die Programmkontrolle, also die Auftragskontrolle, die ja geregelt ist, auch in den Staatsverträgen, nicht nur alleine jetzt bei dem Rundfunkrat liegt, so wie wir ihn jetzt haben, sondern dass es vielleicht einen Zuschauer- und Zuhörerrat gibt, der parallel dazu auch Einfluss nehmen kann und der befragt wird. Denn ja, die Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal, ich glaube, wenn die mehr Gewicht hätte, dann würde teilweise dieses enorme Framing und diese Schieflage in der ja, Einseitigkeit in der Berichterstattung und auch Kommentierung sehr schnell zurückgehen, weil es nervt sehr, sehr viele Leute in Berlin. Also sehr viele Leute, die ich kenne. Das ist eins der Hauptthemen, über die Leute mit mir sprechen, wenn sie zu mir kommen, weil sie sich für das BSW interessieren. Das ist wirklich eine Hauptmotivation, dass die Leute sagen, sie ertragen das nicht mehr. Das sind in den Medien insgesamt, aber insbesondere auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so eine große Einseitigkeit herrscht in der politischen Berichterstattung. Teilweise wirklich ja, grotesk im Grunde. Und das, ich glaube, das kann man am besten aufbrechen, indem man die Bevölkerung selbst viel stärker in die Programmgestaltung und vor allem Programmkontrolle involviert. Was hältst du in dem Kontext von einem gelosten Rundfunkrat, wo wirklich zufällig Bürgerinnen Viel und habe ich Bürger davon. einziehen? Viel. Das finde ich sehr gut. Ich finde, man kann überlegen, ob man den Rundfunkrat, so wie er jetzt ist, mit den gesellschaftlichen Gruppen behält, aber so ein gelostes Gremium daneben setzt. Das fände ich gut. Oder man sagt halt, man krempelt den Rundfunkrat insgesamt um, nimmt den Einfluss der Institutionen oder der Verbände raus und ersetzt die partiell oder bis jetzt sehr weit gegangen, vollständig durch ein gelostes Gremium. Dem kann ich auch was abgewinnen, durchaus. Ja, wenn ein anderes Gremium daneben setzt, hast du halt das Problem, ein Gremium ist dann am Ende tonangebend oder sie blockieren sich gegenseitig. Das heißt, es passiert nichts. Also das wäre dann
Also das wäre dann das Ergebnis, wenn du Ja, zwei es Gremien ist ganz hättest. sicher auch eine Verhandlungsfrage. Also die weitestgehende Forderung ist die, die du gerade formuliert hast. Die finde ich durchaus sympathisch. Ich habe jetzt quasi schon so ein bisschen im Kopf, was kann man durchsetzen und wo sind vielleicht auch Grenzen. Und da wird man dann vielleicht hoffentlich zumindest da landen, dass man sagt, man hat irgendwie, also einen Zuhörerrat. Entweder statt des Rundfunkrats oder neben dem Rundfunkrat. Und dazu, finde ich, bräuchte man auch verbindliche Formate dass man Resonanz der Zuschauer und Zuhörer einholt. Also zum Beispiel einmal im halben Jahr eine Befragung von so und so viel tausend Haushalten oder so. Also sowas könnte man sich auch vorstellen. Aber wichtig ist eben, dass diese Unzufriedenheit der Leute mit mit dieser Einseitigkeit, dass das bearbeitet wird. Denn sonst sehen die Leute auch irgendwann nicht mehr ein, dass sie jeden Monat 18,36 €, demnächst 18,58 € Beitrag zahlen sollen. Ja, definitiv. 98. Ja. Ja, also viele Also, Leute sehen es ja heute noch nicht ein. Also also es ist ja ja, viel immer ver weniger. Und das ist ja auch kein Wunder. Also ich ärgere mich auch manchmal. Also gerade ist es ja auch immer schlimmer geworden in den letzten Jahren. Also mit diesen sogenannten Faktencheckern. Das ist eine totale Irreführung. Da geht es überhaupt nicht um Fakten, die da gecheckt werden, sondern Aussagen werden daraufhin überprüft, ob sie mit der Regierungslinie übereinstimmen oder nicht. Das so, muss man ein bisschen grob zusammenzufassen. Aber man ist ja wirklich erstaunt, was man in diesen Faktenchecks so zu lesen bekommt. Also die meisten Faktenchecks, aber viele, müssen ja dann immer wieder korrigiert werden, weil dann Leute eben auch die Faktenchecker überprüfen und feststellen, ja, das stimmt ja gar nicht, was die schreiben. Und das finde ich schon wirklich, also das ist dann wirklich schon fast auf der Stufe von Propaganda. da hat das BSW ja gerade sehr ungute Erfahrungen mitgemacht, also mit Damit machen wir Faktencheckern. ständig ungute Erfahrungen, ständig. Also das ist wirklich, also wir sind ja sowieso mit Lügen und Diffamierungen konfrontiert, wie ich das in meinen 30 Jahren politisches Engagement eigentlich noch nie erlebt habe in diesem Ausmaß, muss ich sagen. Und ja, da ist dann plötzlich alles erlaubt. Also da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Also wenn man was verändern will, dann wird das so tendenziell sogar noch mehr werden und nicht weniger. Also davon ist wohl erstmal auszugehen. Das ist leider so, also solange man in der Opposition ist, kann man daran auch nichts ändern. Da hast du recht. Ja, jetzt habe ich hier ganz, ganz viele Zuschauerfragen tatsächlich im Chat. Die hatte ich dir vorher in der Mail nicht geschrieben. Deswegen hast du Lust, da noch ein paar zu beantworten. Die würden jetzt so kreuz und quer über alle möglichen Themen gehen. Deswegen frage ich, also die wenigsten beziehen sich tatsächlich auf Berliner Landespolitik. Ja, wir können es ja mal probieren. Also ich kann mich jetzt schlecht zu anderen Bundesländern äußern, aber vielleicht sind es auch mehr allgemeinpolitische Fragen. Ja, sind vor allem bundespolitische Fragen. Hier ist immer wieder dieses eine Thema aufgekommen, AfD-Verbot. Also da waren meinen Kommentaren ziemlich wütend, dass immer, also waren einige Leute ziemlich wütend, dass immer mehr Politiker in letzter Zeit ein AfD-Verbot fordern oder dass da so ein Verfahren eröffnet werden soll, obwohl das ja nicht mal bei der NPD geklappt hat und das letzte Parteienverbot ja aus den 50er Jahren ist und so eine große Partei wie die AfD niemals verboten wurde. Was ist denn deine Haltung zu einem AfD-Verbot? Also meine persönliche Haltung kann ich jetzt dazu nur sagen, weil ich weiß, dass es im BSW nicht ganz einheitlich gesehen wird. Also ich habe heute was gelesen von Herrn Grumbach, der meinte, man sollte zumindest drüber nachdenken. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil ich denke, dass die AfD kein Problem ist. Ich finde schon, dass sie ein Problem ist. Ich erlebe sie ja auch im Abgeordnetenhaus und ich glaube, dass sich viele Leute Illusionen machen, ehrlich gesagt, darüber, was sie von der AfD zu erwarten haben. Ich halte von der AfD gar nichts, aber ich sage auch ganz klar, also wer nicht will, dass die Leute die AfD wählen, wer will, dass die Leute stattdessen einen selber wählen, der muss den Leuten einfach einen guten Grund dafür geben. Also ohne wird es nicht gehen. Ich finde das unglaublich, zu meinen,
dass man löst das Problem dadurch, dass man halt die Partei, die man jetzt nicht sehen möchte, dass man die einfach verbietet. Nein, man muss eben auf die Leute hören. Und die Leute wählen einen dann wieder, wenn sie das Gefühl haben, ja, das, was uns beschäftigt, was uns ärgert, was uns stört, das wird gehört und das wird aufgenommen und ernsthaft politisch bearbeitet. Und solange man dazu nicht bereit ist, braucht man auch nicht hier mit Verboten oder so. Das sind Ersatzhandlungen. Also, um es zusammenzufassen, nein, halte ich für keine gute Idee. Ja, also danke für die Antwort. Das, wie gesagt, da wurde ich heute von einigen Leuten auch angeschrieben. Siehst du, was das BSW jetzt will? Weil halt diese eine Äußerung vom Krumbach, wo er ja nicht mal gesagt hat, ich bin dafür, sondern wo er irgendwas mit Prüfung gesagt hatte, so aus dem Ja, Kontext ich gerissen bin wurde, nicht, man aber. kann alles prüfen. Ich finde das jetzt auch nicht total falsch, aber also ich würde sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wir wissen nicht, wie die AfD sich noch entwickelt. Das muss man dazu sagen. Die AfD ist ja auch in den Laufe der Jahre, sag mal, immer schlimmer geworden, wenn man so will, also immer rechter. Und natürlich muss man das schon, also politisch beobachten, wohin sich das entwickelt. Das ist schon durchaus eine Gefahr. Wie gesagt, wir können gerne noch über die AfD reden. Aber ich finde, die viel größere Gefahr ist im Moment, dass die anderen Parteien einfach den Kontakt zur Bevölkerung verlieren und überhaupt nicht bereit sind, das aufzunehmen, was die Bevölkerung offensichtlich will. Und das ist eine Frechheit, um es mal so zu sagen. Und da ist dann wirklich dieses Draufhauen auf die AfD und Verbotsdiskussionen und so, das ist dann für mich wirklich eine Ersatzhandlung. Ja, vor allem, es ist ja schon ein sehr problematisches Demokratieverständnis. Da wird eine Partei, die jetzt andere Vorschläge hat, immer, immer stärker. Was macht man als erstes? Lasst uns nicht über eine andere Politik diskutieren, sondern lasst uns darüber diskutieren, einfach diese Partei zu verbieten. Also das, also Ich ist finde es auch finde eine gefährliche Tendenz, weil mittlerweile wird ja sehr viel verboten oder immer mal wieder vorgeschlagen. Also Nancy Faeser, da fragt man sich immer jeden Tag mal gucken, was heute verboten wird. Und viel oder auch hier im Netz, Digital Services Act in Brüssel. Also es wird sehr viel. Wir erleben nicht nur eine, sag ich mal, so eine schleichende Verengung des Meinungskorridors über eben einfach die Entwicklung des Diskurses, sondern auch, das ist auch begleitet von ganz handfesten Maßnahmen, die Meinungsfreiheit einschränken. Und da finde ich, muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich meine, BSW ist auch nicht beliebt bei den herrschenden Parteien. Und es ist nicht auszuschließen, dass irgendwann, vielleicht mal bei den Grünen, jemand auf die Idee kommt, ja, BSW könnte man eigentlich auch verbieten. ja, die werden aus Russland gesteuert, also weg damit. Das Wir ist werden aus dann Russland wahrscheinlich die gesteuert. Haben wir ja Begründung. schon gehört vom Bundeswirtschaftsminister, dass wir aus Russland finanziert werden und mit Trolls und was weiß ich. Also, ja, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, man staunt, was an Fake News und Desinformation möglich ist in Deutschland, wenn es aus der richtigen Seite kommt. Ja, definitiv. Jetzt, das war jetzt eine eher allgemeine Frage, aber was, wir hatten jetzt schon die immer stärker werdende AfD angesprochen, was erwartest du von der Zukunft? Wird sich die Lage in Deutschland in den nächsten Jahren noch weiter polarisieren? Naja, das ist ja mal eine Frage, was die politischen Akteure dagegen unternehmen. Wenn der Trend so bleibt, wie er ist, und wenn niemand was dagegen setzt, wenn niemand dagegen steuert, wird die Polarisierung natürlich stärker, denn das hat ja soziale Gründe in erster Linie. Das hat ja auch was mit der sozialen Schere zu tun, mit dem Auseinanderfallen der sozialen Milieus, die sich nicht mehr begegnen und die mittlerweile im Grunde in völlig unterschiedlichen Lebenswelten leben. Und ich glaube, ohne die Bereitschaft, dem anderen irgendwie den anderen ernst zu nehmen und auch wirklich wieder zurückzukommen dazu, wir sind alle Menschen und wir sind in einer Demokratie, ist jede Stimme gleich viel wert. Es gibt nicht die guten Wähler und die bösen. Oder ich muss auch sagen, wenn ausgerechnet die Grünen immer davon anfangen, wer ist hier Demokrat und wer nicht, da lachen ja die Hühner. Also ich meine,
Das elitäre Politikverständnis der Grünen ist nun wirklich das Gegenteil von dem, was ich mir zum Beispiel unter Demokratie vorstelle. Und die maßen sich ja an, quasi einzuordnen, demokratische Partei oder nicht. Jetzt habe ich gehört, Ricarda Lang oder habe gelesen, Ricarda Lang ist also der Meinung, Bodo Ramelow von der Linken ist zum Beispiel ein Demokrat, Sarah Wagenknecht aber nicht. Also, Ja. okay, was soll das, ja? Also, und das ist eine. Ich glaube, die merken das noch nicht mal, dass sie damit die Gesellschaft immer weiter spalten. Und gut, jetzt sind die Grünen gerade schwer auf dem Rückzug und darüber bin ich sehr froh. Und das wäre überhaupt eine Möglichkeit auch, wie diese Polarisierung sich vielleicht auch wieder auflösen lässt, wenn nämlich die Kräfte, die polarisieren, und das ist auf der einen Seite sind das die Grünen, auf der anderen Seite ist es aber auch die AfD, wenn diese beiden Kräfte schwächer werden. Und beides erhoffe ich mir von einem starken Bündnis Sahra Wagenknecht. Denn wir haben schon gesehen, durch das Auftauchen des Bündnisses Sahra Wagenknecht ist die Rolle der Grünen als, ja, als so eine Art hegemonialer Macht in der Mitte des Parteienspektrums nicht nur in Gefahr, sondern löst sich quasi auf. Also die Grünen haben nicht mehr diese strategische Position. Jeder muss irgendwie an sie rankommen, um mit ihnen zu regieren. Die sind jetzt innerhalb kürzerer Zeit aus drei Landesregierungen mehr oder weniger abgewählt worden. Dafür hassen die uns natürlich. Und, aber wir haben natürlich auch das Ziel, auch die AfD zu schwächen, denn die polarisiert von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist ja ein ja, guter Grund, BSW zu unterstützen, dass man eben wegkommt von dieser Polarisierung und auch wieder mehr auf Lösungsorientierung setzt. Ich habe jetzt tatsächlich noch drei Zuschauerfragen bekommen in kurzer Zeit zu sehr unterschiedlichen Themen. Erste, was wird das BSW für eine Corona-Aufarbeitung tun und wird man dort auch im Zweifelsfall zusammen mit der AfD stimmen? Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin Mitglied des Abgeordnetenhauses, leider im Moment allein, also Einzelabgeordneter. Ich habe mittlerweile schon 20 schriftliche Fragen an den Senat eingereicht. Also schriftliche Fragen bestehen meistens aus, ja, sagen wir mal, 10 bis 20 Einzelfragen. Also ich habe dem Senat schon Löcher in den Bauch gefragt, weil ich natürlich jetzt keine Möglichkeit habe, einen Untersuchungsausschuss zum Beispiel einzusetzen als Einzelabgeordneter. Aber ersatzweise, weil die anderen Parteien das ja nicht machen, versuche ich eben die Aufklärung darüber voranzutreiben. Und ich habe da gute Experten. Ich bin jetzt selber natürlich kein Gesundheits- oder Corona-Experte, aber ich habe Leute, die mich dabei unterstützen, die sehr kompetent sind. Und was ich damit sagen will, ist, das ist für uns ein super wichtiges Thema. Das nehmen wir sehr ernst. Und wir hatten jetzt vor ein paar Monaten einen Antrag der AfD tatsächlich im Abgeordnetenhaus. Da ging es aber leider nicht um einen Untersuchungsausschuss zu Corona, sondern um eine Enquete-Kommission. Da muss ich sagen, finde ich das falsche Instrument, weil wir müssen eigentlich was ganz anderes machen. Wir brauchen Untersuchungsausschüsse, um mal zu gucken, wie sind denn die politischen Entscheidungen damals wirklich zustande gekommen? Ja, gegen jede, im Grunde, wie wir heute wissen, gegen jede wissenschaftliche Evidenz wurden krasse Grundrechtseinschränkungen beschlossen, auch in Berlin, auch durch unseren damals rot-rot-grünen Senat. Und wie ist es dazu gekommen? Und was für Interessen und was für oder was für ein politischer Wille stand dahinter? Und das finde ich, kann man nicht in einer Enquete-Kommission klären, wo all irgendwelche Spezialisten sich über die Zukunft der Pandemiepolitik unterhalten und zum Schluss ein paar Empfehlungen abgeben. Das fand ich nicht überzeugend, aber denn, also dass überhaupt das Thema Corona-Aufarbeitung ins Abgeordnetenhaus eingebracht wurde von der AfD, das fand ich trotzdem gut und deswegen habe ich mich bei dem Antrag enthalten und habe nicht, wie alle anderen Parteien, reflexartig abgelehnt. Ich war der einzige Abgeordnete, der sich da enthalten hat, könnt ihr euch vorstellen, ist auch aufgefallen, aber es war mir dann egal. Ja, und du hast dich enthalten, weil du eigentlich einen Untersuchungsausschuss wolltest. Also bist du der Meinung, das wird jetzt, wenn das BSW in zahlreiche Landtage einzieht, in vielen Bundesländern so werden, dass man da Untersuchungsausschüsse einrichtet? Das Wichtigste wäre ein Untersuchungsausschuss im Bundestag. Das finde ich hat Vorrang. Aber ich finde, ersatzweise oder auch begleitend sollte es auch Untersuchungsausschüsse in den Landtagen geben. Ich finde das, also für Berlin finde ich das unbedingt, weil wir ja mittlerweile auch wissen, also wir haben ja auch ein paar wirklich ein paar Sonderfälle. Wir haben für
über 40 Millionen Euro ein Corona-Behandlungszentrum aufgebaut, in dem nie auch nur ein einziger Corona-Patient behandelt wurde. Dann wurde es wieder abgebaut. Das hat zig Millionen Euro, du hast vorhin von Haushaltskrise und Schulden gesprochen, zig Millionen Euro gekostet. Aus dieser hysterischen Stimmung heraus, da ist nie jemand behandelt worden, es stand einfach leer. Monate, jahrelang wurde dann wieder abgebaut. Solche Sachen, finde ich, muss man aufarbeiten. Das ist jetzt auch was Landesspezifisches, sage ich mal. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, Drosten, Charité, das ist in Berlin, der saß natürlich auch mit im Senat und hat also auch an Entscheidungen des Senats mitgewirkt. Ich habe jetzt nichts persönlich gegen Christian Drosten, aber was mich sehr gestört hat in der Corona-Pandemie, war eben, dass andere Wissenschaftler überhaupt nicht gehört wurden und sogar regelrecht gecancelt wurden und ja auch. Also Hinz und Kunz im Grunde sich herausgenommen hat, irgendwelche Wissenschaftler von Weltrang als Scharlatane zu beschimpfen ja, und beiseite zu schieben, währenddessen eben Drosten Linie war dann eben die allgemein und einzig gültige. Und das hat natürlich gerade durch die räumliche Nähe auch hier in Berlin bei der Corona-Politik eine große Rolle gespielt. Solche Beispiele. Deswegen finde ich durchaus, dass es sich auch anböte, also auf Landesebene, zumindest hier in Berlin finde ich das, auch Untersuchungsausschüsse einzurichten. Ja. Jo, super. Ich habe noch eine Frage zur Landespolitik wieder reinbekommen. Du hattest vorhin schon das Thema hohe Mieten angesprochen. Wo will sich das BSW noch für Arbeitnehmerrechte einsetzen? Naja. Also erstmal haben wir im Moment eine Vernetzungsarbeit in Richtung Gewerkschaften. Also wir werden am kommenden Montag, vielleicht sind ja Berliner hier unter den Zuschauern, am kommenden Montag um 18 Uhr im IG Metallhaus eine Veranstaltung haben, wo wir eben zusammen mit Gewerkschaftern diskutieren, also BSW-Politiker, also meine Co-Vorsitzende Josephine Thuret. Und die Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen werden mit Gewerkschaftsleuten im IG Metallhaus sprechen am Montag um 18 Uhr. Uns geht es darum, eben uns mit den Gewerkschaften zu vernetzen und natürlich auch anzuhören, was sie von uns erwarten. Meine Co-Vorsitzende Josephine Thuret ist Betriebsratsvorsitzende bei Vivantes. Das ist der größte kommunale Klinikkonzern Deutschlands. Das heißt, sie kennt, also sie hat einfach auch Erfahrung in der Organisierung von Arbeitnehmerinteressen und Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen, sind, ich glaube, 14.000 Angestellte bei Vivantes. Also das ist schon eine Hausnummer. Das ist uns wichtig und natürlich versuchen wir überall da, wo in Berlin Arbeitnehmerinteressen ja, vertreten werden müssen. Und da wird es in Zukunft viele Möglichkeiten geben, denn wir haben Kaufhäusersterben, wir haben Insolvenz, steigende Insolvenzzahlen in Berlin. Also da sind wir natürlich auf der Seite der Arbeitnehmer. Wir wollen außerdem, das ist allerdings eine Bundesangelegenheit, aber ich finde, das muss auch über die Länder angestoßen werden, eine höhere Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge durchsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eben mittlerweile gerade in Ostdeutschland ist das so und auch in Berlin, also ein sehr großer Anteil der abhängig Beschäftigten ist gar nicht mehr durch Tarifverträge geschützt und deswegen brauchen wir diese größere Allgemeinverbindlichkeit. Das kann man von den Ländern anstoßen, aber das muss letztlich auf Bundesebene geregelt werden. Und zum Schluss, in Berlin gibt es einen Landesmindestlohn und auch einen Vergabemindestlohn und die wollen wir erhöhen. Oder wir würden eine Erhöhung unterstützen. Bis jetzt als Einzelabgeordneter im Abgeordnetenhaus kann ich da jetzt nicht viel machen, aber in 2 Jahren sieht es ja vielleicht anders aus und dann kann man da auch ein bisschen aktiver in die Arbeitsmarktpolitik eingreifen. Ja, das sind wirklich wichtige Dinge. Vor allem die sinkende Tarifbindung hat mit dazu beigetragen, dass die Löhne in den letzten 30 Jahren in Deutschland so schwach gestiegen sind. Also wir hatten ja früher mal eine Tarifbindung jenseits der 80%, heute sind wir noch bei 50%. Also das ist ja ein Desaster, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich will aber vielleicht ergänzend dazu sagen, dass wir, also wir haben eine klare Orientierung auf die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Wir haben aber auch eine klare Orientierung auf die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand, mit kleinen und mittleren Unternehmen, weil die in Berlin auch in einer sehr schwierigen Situation sind, insbesondere im Baugewerbe, im Gastrogewerbe, kleine und mittlere Unternehmen. Das sind die Insolvenzzahlen auch am höchsten, steigen an. Wir haben sehr negative Rahmenbedingungen durch die hohen Energiepreise. Wir haben das Problem mit Schwedt, das ist ja allgemein bekannt, PCK-Raffinerie, der Stopp der Öllieferung aus Russland und insgesamt eben sehr stark gestiegene Energiepreise durch die deutsche
Außenwirtschaftspolitik, auch durch die deutsche Energiepolitik, muss man sagen, aber vor allem natürlich durch die Sanktionspolitik gegenüber Russland. Wir haben unglaubliche bürokratische Hemmnisse, das muss man auch sagen. Das ist für den kleinen und Mittelstand wirklich ein Riesenproblem und es wird immer grotesker. Insbesondere die Grünen sind da ja ganz groß drin, immer neue Berichtspflichten zu erfinden und Vorauflagen und so. Also das ist für uns auch ein wichtiger Partner, sage ich mal, kleine und mittlere Unternehmen und ihre Vertretungen. Kannst du uns zur PCK-Raffinerie ein Update geben? Wie sieht die Lage da gerade aus? Also meines Wissens ist es nach wie vor so, dass die volle Auslastung noch nicht erreicht ist und wahrscheinlich auch nicht erreicht wird. Es gab ja immer mal wieder Nachrichten, dass jetzt also das Öl aus Russland ersetzt wird durch Öl aus Kasachstan. Ich glaube, das läuft auch, aber es ist natürlich nicht vollständig ersetzt. Und es bleibt natürlich eine Aufgabe, also aus sehr viel mehr unterschiedlichen Quellen sich dann immer zu versorgen. Früher war es klar, das Öl kommt aus Russland und es kommt pünktlich und es ist die Auslastung ist hoch. Und jetzt ist es eben, steht es immer so ein bisschen auf der Kippe. Also es ist nicht optimal. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier in Berlin ohne Benzin und Kerosin und Bitumen und was weiß ich was, also ohne Ölprodukte dastünden. Das stimmt natürlich nicht. Aber zur Gesamtlage und zur gesamten Preisbildung für Ölprodukte hier in Ostdeutschland hat es natürlich eher einen tendenziell negativen Einfluss, ist ja klar. Also besser wäre schon, wenn es zumindest die Möglichkeit gäbe, sich auch wieder aus Russland zu versorgen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt wieder dahin zurück muss, dass man jetzt 100% sich abhängig macht von Russland. Das ist ja wirtschaftspolitisch auch nicht unbedingt vernünftig, aber es ist noch viel unvernünftiger zu sagen, man verzichtet komplett auf diesen großen Rohstofflieferanten. Ja, Russland hat, zumal Russland ja immer pünktlich und zu niedrigen Preisen geliefert hat. Also Russland hat ja gegen keine Verträge verstoßen. Das war ja Deutschland, was die russischen Rohstoffe nicht mehr wollte. Ich habe aus dem Chat noch eine Frage. Was will das BSW gegen die steigende Kriminalität und vor allem gegen die steigende Ausländerkriminalität machen? Das ist jetzt leider ein sehr großes Thema. Ich habe in 5 Minuten eine Beratung mit meinen Mitarbeitern. Ich versuche es mal ganz schnell zu machen. Ja, gegen Kriminalität, gegen Ausländerkriminalität. Also es bezieht sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf Solingen und auf in der Tat das große Problem der Messerkriminalität. Also gerade heute habe ich eine Statistik gelesen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und das ist wirklich unglaublich besorgniserregend. Das klingt ein bisschen grob, aber ich würde schon sagen, wenn wir keine Kontrolle über die Einwanderung haben, haben wir auch keine Kontrolle über die innere Sicherheit. Und deswegen finde ich, ist das das Allerwichtigste, dass wir, also dass wir uns erstmal klar machen, die allermeisten, also wir sind für das Asylrecht für politisch Verfolgte, aber die meisten, die in die Verfahren reindrängen, sind nicht politisch verfolgt. Die kommen aus anderen Gründen, das kann man auch verständlich finden, aber es sind keine, in dem Sinne keine asylberechtigten Leute. Wir wissen auch, dass die Anerkennungsquote sehr niedrig ist und deswegen finde ich, erstens müssten eigentlich Asylverfahren möglichst ausgelagert werden, also an die EU-Außengrenzen, möglichst nah an die Heimatländer der wirklich politisch Verfolgten. Das wäre auch gut für die. Also, dass man quasi den Leuten nicht abverlangt, dass sie erst durch die Wüste und dann noch durchs Mittelmeer müssen. Und nur der, der das alles überlebt, der ist dann in Deutschland und kann nie wieder abgeschoben werden. So ist es ja jetzt. Survival of the fittest. Stattdessen bräuchten wir eigentlich Verfahren, die viel näher an den Ausgangsorten der Flucht sind und dann wirklich die Leute aufnehmen, die auch wirklich Fluchtgründe haben. Und alle anderen müssen leider draußen bleiben. Und die, die schon drin sind und auch kein Bleiberecht haben, müssen schnell abgeschoben werden. Das ist doch klar. Wer hier kein Bleiberecht hat, kann auch nicht bleiben. Es ist aber leider nicht so. Die meisten, also wenn es überhaupt zu Abschiebebescheiden kommt, ist es doch so, dass ich glaube, über die Hälfte der Abschiebung gar nicht stattfinden kann, weil die Person vorher untertaucht oder sonst wie sich der Abschiebung entzieht. Und in vielen Fällen kommt es ja überhaupt erst schon gar nicht zu dem Punkt, dass eine Abschiebung angeordnet wird. Und ich finde, das muss sich grundlegend ändern. Nicht, weil ich irgendwie denke, dass jeder Asylbewerber oder jeder abgelehnte Asylbewerber potenzieller Messermörder ist, überhaupt nicht. Aber um die innere Sicherheit kontrollieren zu können, muss man auch irgendwie wissen, wer ist hier eigentlich, wer darf hier sein. Es geht doch nicht, dass Leute untertauchen, dann wieder auftauchen und monatelang auf unsere Kosten in einem Wohnheim leben,
und dann hergehen und drei Leute abstechen. Also das, ich finde, man braucht ein strikteres Asylsystem, das ist mal das eine. Und wir bräuchten natürlich auch mehr, das muss man einfach so sagen, mehr Polizei. Also wenn ich mir Berlin anschaue und ich denke, andernorts ist es auch so, wir bräuchten mehr Polizei, auch mehr Streife, mehr mobile Wachen. Gerade wenn man über Messerverbote und so spricht, ich bin übrigens dafür, ich bin für Messerverbot, aber natürlich macht es nur Sinn, wenn man es auch irgendwie durchsetzen kann. Dafür braucht man Personal. Und ja, wahrscheinlich müssen wir auch bestimmte Einrichtungen besser schützen. Wahrscheinlich müssen wir Stadtfeste leider besser schützen. Vielleicht muss man Taschenkontrollen durchführen. Vielleicht muss man auch Poller zumindest, also dann partiell aufrichten. Lauter solche Sachen ist nicht schön. Wir haben übrigens in Berlin Gewalt an Schulen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Niedersachsen ist. Das ist ein Riesenthema, das eigentlich kaum in den Medien ist und auch kaum erfasst wird, aber ein Thema bei vielen Lehrern und Eltern ist. Brauchen wir Wachschutz vor Schulen? Ja, vielleicht. Also auch über sowas muss man reden, weil auch in Schulen finden Messerstechereien statt. Allerdings darf der Wachschutz natürlich nicht irgendwie mit dem Clan-Milieu verbandelt sein, was leider oft der Fall ist. Also da muss man dann auch aufpassen. Ich finde, das Wichtigste ist, um das, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, das Wichtigste ist, dass man sich die Problemlagen eingesteht. Denn das war, glaube ich, das Hauptproblem in Deutschland, dass man lange über solche Fragen, auch über den Zusammenhang von unkontrollierter Einwanderung und eben bestimmten Formen, sage ich mal, von Gewalt gar nicht gesprochen hat und gar nicht sprechen durfte, weil das eben dann gleich unter Nazi-Verdacht gestellt wurde. Und ich finde, man muss sich mit den Problemen auseinandersetzen, dann kann man auch Lösungen finden. Und grob gesagt muss die Lösung darin bestehen, Kontrolle über die Einwanderung zurückzugewinnen, die Einwanderung insgesamt zu verringern und Abschiebungen zu beschleunigen. Jo, vielen Dank. Das war eine ausführliche Antwort und Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu einem Interview da gewesen bist. Dir noch viel Erfolg bei deiner Besprechung gleich. Ja, vielen Dank, und alles Gute für dich. Jo, danke.